Ja, wir haben uns vorgenommen, 2 Punkte zu holen gegen einen guten Gegner wie Lemgo. Den darf man nicht unterschätzen. Das ist extrem wichtig, weil halt diese 2 Punkte einfach in der Tabelle uns sehr, sehr gut tun. Ich glaube, wir haben von Anfang an ins Spiel gefunden, haben konzentriert gearbeitet, haben den Gegner auch nicht unterschätzt und in dem Fall sind wir am Ende auch verdienter Sieger. Ja, ich glaube, jetzt bin ich endgültig angekommen. Es tat mir gut, viel zu spielen und eine gute Leistung zu bringen, beziehungsweise ich muss auch ein großes Lob aussprechen an den Verein, an meine Teamkollegen drumherum. Also alle tun wirklich ihr Möglichstes, um mir das, dass ich mich hier wohlfühle und dass ich ankomme. Und ich fühle mich pudelwohl und es macht super Spaß, in dem Verein zu spielen. Gewonnen. Das ist mal das Erste und das Wichtigste. Ja, in die Partie sind wir nicht gut reingekommen. Die ersten 4 Bälle haben wir 3 technische Fehler gemacht oder Bälle weggeworfen. Aber ich finde, dann ist die Abwehr stabil reingekommen und vor allen Dingen Katze hat uns echt geholfen. Hat super Paraden hingelegt, dadurch ein bisschen Tempospiel, ein paar schnelle Tore. Und da hat man auch die Qualität gesehen, die wir haben. Und da konnten wir uns ein bisschen absetzen. Ich glaube, rundherum ist das völlig in Ordnung, das Ergebnis. Und ich freue mich, dass wir die 2 Punkte haben. Spätestens heute wissen es alle. Und Abwehr ist immer Augenmerk. Also es wird keine Sekunde nachgelassen. Abwehr ist in jeder Sekunde Augenmerk. Wir müssen uns da immer verbessern. Abwehr gewinnt Spiele und das muss man im Handball wissen. Richtig komisch. Aber am Anfang, hier, wenn ich komme rein in der Halle, in andere Tour, andere Kabine umziehen, war richtig komisch. Aber gutes Gefühl, ich war zufrieden, dass ich wieder hier bin, und, aber mit anderen Trikot. Oder? Und leider mit dieser leeren Halle ohne Zuschauer, dass viele Zeit zusammen treffen hier. Und war sehr leider. Ich vermisse ihnen alles. Und das freut mich, dass wieder grüßen alle diese Löwenfans auf den Bühnen. Ja, das ist ein sehr schönes Detail von Renega Löwen. Das heißt, ich habe alles gegeben hier in dieser Mannschaft und da waren 8 Jahre, 8 Saison, viele Titel abgeholt auch. Und danke schon für Renega Löwen von diesem Detail. Ich hoffe, nächstes Mal ich komme mit Familie und sie haben eine Laune zu sehen, diese Wanne, und ich glaube, die Fans auch. Das hoffen wir alle. Danke, Kjell, und viel Erfolg mit Lemgo. Dankeschön und auch viel Erfolg.